hat ihren Ursprung im Nordosten der Steiermark. Hier in der Mittelgebirgslandschaft zwischen den Fischbacher Alpen und dem Wechselgebiet fließen mehrere Bäche zur Weißen Feistritz zusammen. Ab der Einmündung des Muttlergrabens bei Feistritzwald trägt das Gewässer den Namen Feistritz. Über weite Strecken behält die Feistritz diesen Gebirgsbachcharakter, der auch ihren Namen erklärt. Er leitet sich vom slawischen Namen Bistrica ab. Bister heißt so viel wie schnell, reißend, hell oder klar. Die Gesamtlänge der Feistritz beträgt 115 Kilometer. Sie entspringt auf 1500 Metern Seehöhe und überwindet einen Höhenunterschied von 1260 Metern bis zur Mündung. Sie folgt zunächst in südwestlicher Richtung dem Verlauf der Fischbacher Alpen und nimmt zahlreiche kleine Zubringer auf. In Ratten hat die Feistritz bereits den Charakter eines Flusses. Bei der Marktgemeinde Birkfeld weitet sich geologisch bedingt das Tal erstmals und lässt Platz für eine größere Siedlung. Danach wird es wieder enger mit dem Höhenzug des Rabenwaldes im Osten, bis bei Anger allmählich der Alpenrand erreicht wird. Die Feistritz erreicht hier schon eine beachtliche Breite von bis zu 20 Metern. Der Abschnitt Anger bis St. Johann ist wohl der vielfältigste des Feistritztales. Die Geologie mit sanften Hügeln und schroffen Klammabschnitten sorgt für einen laufenden Wechsel der Landschaftsformen. Südlich von Fürstenfeld weist der Fluss noch den typischen Charakter eines Tieflandflusses mit sanften Flussschlingern und ruhigen Auwäldern auf. Schließlich fließt die Feistritz über die Landesgrenze ins Burgenland und mündet in die Lafnitz. Die Wasserkraft der Feistritz und ihrer Nebenbäche wurde praktisch seit dem Beginn der Besiedelung in vielfältiger Weise genutzt. Vor allem zum Antrieb von Sägen und Mühlen, Stampfen und Hämmern, nicht zuletzt in Verbindung mit dem Bergbau. Generell nimmt die Nutzung der Feistritz zur Stromerzeugung ab dem Raum Birkfeld zu. Insgesamt befinden sich entlang der gesamten Feistritz aktuell knapp 40 Wasserkraftanlagen im Betrieb. Befinden sich die Kraftwerke mit den höchsten Leistungszahlen. Die engen Taleinschnitte bieten gute Voraussetzungen für die energetische Nutzung. Der Balance zwischen Nutzung des Flusses und dem Erhalt des Ökosystems wird in unterschiedlichster Weise Rechnung getragen. Zuletzt wurde die Herstellung der Durchgängigkeit des Flusses für Fische vorangetrieben und zeitgleich die Modernisierung der Anlagen durchgeführt. Die Nutzung der Wasserkraft über die Jahrhunderte hinweg hat den Flusslauf verändert und prägt oftmals das Landschaftsbild.
oberen Mittellauf nimmt die Bedeutung des Tales als Hauptverkehrsroute weiter zu. Trotz der engen, schluchtartigen Abschnitte wurde im Feistritztal Platz für eine Bahntrasse gefunden. Die Schmalspurbahn wurde im Braunkohleabbau genutzt und fuhr von Weiz ausgehend bis nach Ratten. Heute wird sie bis Birkfeld geführt und ausschließlich als Fremdenverkehrsattraktion genutzt. Ein Teil der aufgelassenen Trasse dient heute dem 85 Kilometer langen Feistritztal-Radweg, welcher häufig direkt entlang des Flusses führt. Die Feistritz ist zentrales Element des Naturraumes und Naturschutzgebiet. Ein malerischer und ökologisch wertvoller Abschnitt des Flusses ist die Herbersteinklamm. Hier befinden sich die Zentren des Tourismus um Schloss Herberstein, den angrenzenden Tierpark und den Stubenbergsee, der mit gut 40 Hektar Fläche der Bevölkerung als Badesee und Freizeitzentrum dient und von der Feistritz gespeist wird. Unterbrochen von den engen Klammern wird der Talraum intensiv für die Landwirtschaft und als Wirtschaftsraum mit Siedlungsgebieten genutzt. Auch durch die Entwässerung des Talbodens entstanden hier wertvolle Ackerflächen. Teilweise finden sich auch naturnahe Fließstrecken der Feistritz. Seit langem bestehende Mühlen wurden erfolgreich in die Zukunft geführt. Im Raum Fürstenfeld hat die Feistritz einen ausgeprägten Tieflandcharakter, der allerdings abschnittsweise durch Regulierungen geprägt ist. Neben der Landwirtschaft wird der Talboden auch zur Schottergewinnung genutzt. Entstanden sind daraus zahlreiche Schotterteiche. Trotz der dichten Besiedelung finden sich auch naturbelassene Abschnitte mit beschaulichen Auwäldern. Die charakteristischen Steilufer in diesem Bereich sind wertvolle Lebensräume für Tiere, wie etwa für den Eisvogel. Im Europaschutzgebiet südlich von Fürstenfeld finden sich über 30 verschiedene Fischarten sowie die letzten großen Reste der beeindruckenden Auenlandschaft, die ursprünglich den Großteil des Talbodens bis zum Ende des 18. Jahrhunderts dominiert hat. Eine vielfältige Nutzung und wertvoller Natur- und Erholungsraum prägen die Feistritz. Das verdeutlicht und unterstreicht die immense Bedeutung eines Flusses als Lebensraum für den Menschen und die Notwendigkeit einer Bewirtschaftung mit Generationenverantwortung.